Herzlich willkommen zu unserem Podcast über spirituelle Symbole. In dieser faszinierenden Reise werden wir uns mit den tiefgründigen Bedeutungen und den kulturellen Hintergründen verschiedener spiritueller Symbole auseinandersetzen. Symbole sind seit jeher ein mächtiges Kommunikationsmittel mit der geistigen Welt und der Seele. In unserer modernen Welt, die oft von Hektik und Stress geprägt ist, suchen viele Menschen nach einer tieferen Bedeutung und einem größeren Sinn in ihrem Leben. Spirituelle Symbole bieten einen Weg, diese Suche zu unterstützen und zu bereichern. Sie haben die Fähigkeit, uns zu inspirieren und zu trösten, zu erheben und unsere spirituelle Reise zu bereichern. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin und ich freue mich, dass du dich für spirituelle Symbole interessierst. Bleibe also bis zum Schluss dran, damit du möglichst alles mitbekommst. Wähle jetzt aus diesen Zahlen deine Zahl aus. Jede Zahl steht für ein bestimmtes spirituelles Symbol. Am Ende des Videos werde ich es auflösen, damit du weißt, mit welchem Symbol du am stärksten resonierst. Wähle also jetzt deine Zahl. So beginnen wir jetzt mit dem Hamsa-Auge. Dies ist ein Symbol mit einer tiefen Bedeutung, das in verschiedenen Kulturen und Religionen verwendet wird. Es besteht aus einer Handfläche mit einem Auge in der Mitte. Das Auge wird oft von langen Wimpern umrahmt und symbolisiert göttliche Weisheit, Schutz und Wachsamkeit. Die Bedeutung des Hamsa-Auges reicht weit zurück und ist in verschiedenen Traditionen zu finden. Es wird häufig als Talisman oder Amulett getragen, um vor dem bösen Blick zu schützen. Der böse Blick wird als bösartiger Blick oder negative Energie betrachtet, die Unglück bringen oder Schaden verursachen kann. Man erhofft sich mit dem Hamsa-Auge den bösen Blick abzuwehren und den Träger zu schützen. Darüber hinaus symbolisiert das Hamsa-Auge auch göttliche Weisheit und Wachsamkeit. Das Auge wird als ein Symbol des Wissens und der göttlichen Erkenntnis betrachtet. Es repräsentiert das Bewusstsein, das über die physische Realität hinausgeht und die Wahrheit hinter den Dingen erkennt. Die Handfläche des Hamsa-Auges steht für Schutz und Segen. Sie symbolisiert die Hand Gottes oder göttlichen Segen, der über den Träger wacht. Die Hand ist ein Symbol für Stärke und Führung. Sie repräsentiert auch Mitgefühl, Freundlichkeit und Unterstützung. Insgesamt vereint das Hamsa-Auge verschiedene Bedeutungen und Aspekte. Es steht für Schutz vor negativen Energien, göttlicher Weisheit und Wachsamkeit. Es erinnert den Träger daran, achtsam zu sein und das Göttliche in allen Dingen zu erkennen. Das Symbol findet sich in verschiedenen Kulturen, einschließlich des Judentums, des Islams und des Hinduismus, und wird auf verschiedene Weise interpretiert. Es ist wichtig anzumerken, dass die Bedeutung und Interpretationen von Symbolen subjektiv sein können und von Person zu Person oder von Kultur zu Kultur leicht variieren können. Jetzt kommen wir zu der Hamsa-Hand, auch bekannt als Hand der Fatima oder Hand der Miriam. Sie ist ein spirituelles Symbol mit einer langen Geschichte und Bedeutung. Es ist ein Handabdruck mit 5 Fingern. Die Hamsa-Hand hat ihren Ursprung im Nahen Osten und ist in verschiedenen Kulturen und Religionen verbreitet, darunter das Judentum, der Islam und das Christentum. Das Symbol wird oft als Schutzamulett getragen und hat die Bedeutung, den Träger vor dem bösen Blick zu bewahren und Glück zu bringen. Die Hamsa-Hand steht auch für Einheit und Harmonie. Die 5 Finger repräsentieren die 5 Sinne und symbolisieren die Vereinigung von Körper, Geist und Seele. Sie symbolisieren auch die Einheit der Menschen, unabhängig von kulturellen und religiösen Unterschieden. Darüber hinaus wird die Hamsa-Hand oft als das Symbol des Friedens und des Mitgefühls betrachtet. Sie erinnert den Träger daran, liebevoll und mitfühlend zu sein und anderen Menschen gegenüber Respekt zu zeigen.
Die Hamsa-Hand hat eine starke Präsenz in Schmuckstücken, Wanddekorationen und anderen Kunstwerken. Sie wird oft als Schutzsymbol in Häusern, Geschäften und Fahrzeugen verwendet. Das Tragen oder Anzeigen der Hamsa-Hand wird als Glücksbringer betrachtet und soll negative Energie abwehren. Insgesamt verkörpert die Hamsa-Hand Schutz, Segen, Erleuchtung und Einheit. Sie ist ein zeitloses Symbol, das Menschen daran erinnert, ihre spirituelle Verbindung zu ehren und in Harmonie mit sich selbst und ihrer Umgebung zu leben. Jetzt kommen wir zu der Vesica Piscis. Das ist ein symbolisches und geometrisches Muster, das aus zwei sich überlappenden Kreisen entsteht. Der Name Vesica Piscis stammt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich Fischblase. Das Symbol ist seit Jahrhunderten in verschiedenen Kulturen und spirituellen Traditionen zu finden und hat eine tiefe symbolische Bedeutung. Ich selbst habe es persönlich in Avalon in England kennengelernt. Dort wird dieses Symbol hoch verehrt. Das Muster der Vesica Piscis entsteht, wenn zwei identische Kreise sich so überlappen, dass der Umfang jeden Kreises den Mittelpunkt des anderen Kreises berührt. Dadurch entsteht eine Form, die der eines Fisches oder einer Fischblase ähnelt. Diese Form hat eine besondere Bedeutung, die oft mit Geburt, Schöpfung und Einheit in Verbindung gebracht wird. Die Vesica Piscis repräsentiert die Vereinigung von Gegensätzen und symbolisiert die Harmonie zwischen dualen Kräften. Die Überlappung der beiden Kreise zeigt die Verbindung zwischen Himmel und Erde, Geist und Materie, männlich und weiblich, Licht und Dunkelheit. Sie steht für die Einheit, aus der alle Dinge entstehen. In einigen spirituellen Traditionen wird die Vesica Piscis auch als Symbol der Geburt oder des Ursprungs betrachtet. Die Form ähnelt dem Geburtskanal und symbolisiert den Übergang von einer Dimension zur anderen. Sie steht für den Moment des Erscheinens von etwas Neuem, dem Beginn eines Zyklus oder den Eintritt in eine andere Bewusstseinsebene. Darüber hinaus hat die Vesica Piscis auch eine Bedeutung in der heiligen Geometrie. Die Form ist eng mit dem goldenen Schnitt oder der goldenen Proportion verbunden, einem mathematischen Verhältnis, das als ästhetisch, harmonisch und ausgewogen betrachtet wird. Diese Harmonie wird oft auf natürliche Phänomene wie die Spiralformen in Schneckenhäusern oder das Wachstum von Pflanzen angewendet. Diese tiefgreifende Bedeutung der Vesica Piscis lädt dazu ein, über die Dualität hinauszugehen und die verborgene Einheit und Harmonie in allen Dingen zu erkennen. Jetzt kommen wir zu dem Symbol der Unendlichkeit, denn dies ist eine geometrische Darstellung, die eine liegende Acht darstellt. Es ist ein Symbol mit einer tiefen Bedeutung und wird in verschiedenen Kulturen und Kontexten verwendet. Das Symbol der Unendlichkeit repräsentiert, wie der Name schon sagt, das Konzept der Unendlichkeit, das heißt etwas, das keine Grenzen, Anfang oder Ende hat. Es steht für die Idee von Ewigkeit, Unendlichkeit und zeitloser Kontinuität. Es drückt die Vorstellung aus, dass es keine Begrenzung oder Einschränkung gibt und dass etwas unaufhörlich fortbesteht. Die liegende Achtform des Symbols der Unendlichkeit stellt eine endlose Schleife dar, in der der Anfang und das Ende miteinander verschmelzen. Dies symbolisiert die Idee, dass alles miteinander verbunden ist und dass die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem ständigen Fluss ineinander übergehen. Das Symbol der Unendlichkeit wird oft in spirituellen und metaphysischen Kontexten verwendet. Es kann auf verschiedene Weisen interpretiert werden. Eine Möglichkeit ist, dass es als Ausdruck der unendlichen Liebe, die über Raum und Zeit hinausgeht, besteht, und andere sehen es als Symbol der unendlichen Kraft der Weisheit und Schöpfung. In der Mathematik wird das Symbol der Unendlichkeit auch als mathematisches Konzept verwendet, um unendliche Mengen und Grenzwerte darzustellen. Es hat eine wichtige Rolle in der Zahlentheorie, der Analysis und den anderen mathematischen Disziplinen.
Das Symbol der Unendlichkeit hat auch eine starke Bedeutung in Bezug auf das individuelle Bewusstsein und die persönliche Entwicklung. Es erinnert daran, dass die Möglichkeiten und Potenziale des menschlichen Geistes und der Seele grenzenlos sind. Es lädt dazu ein, sich von begrenzenden Überzeugungen zu lösen und das volle Potenzial der eigenen Existenz zu erkennen. Das Symbol der Unendlichkeit wird häufig in Schmuckstücken, Tattoos, Kunstwerken und Dekorationen verwendet. Es ist ein beliebtes Symbol für Liebesbeziehungen, um die ewige unendliche Liebe zwischen Partnern auszudrücken. Es kann aber auch als persönliches Symbol der Spiritualität, der Verbindung zum Universum oder als Erinnerung an die unendlichen Möglichkeiten des Lebens dienen. Insgesamt verkörpert das Symbol der Unendlichkeit das Konzept der Unendlichkeit, Ewigkeit und grenzenlosen Potenziale. Es erinnert uns daran, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind und dass unsere Existenz über das Materielle hinausgeht. Es lädt dazu ein, die unendlichen Möglichkeiten des Lebens zu erkunden und die Verbindung zu unserem wahren Selbst und zur Welt um uns herum zu stärken. Jetzt kommen wir zu der Triketra. Das ist ein keltisches Symbol, das aus drei ineinandergreifenden Bögen oder Dreiecken besteht. Der Begriff Triketra stammt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich drei Ecken. Es ist ein Symbol mit tiefer Bedeutung und wird in verschiedenen Kontexten oder Traditionen verwendet. Sie hat eine lange Geschichte und ist in der keltischen Kultur weit verbreitet. Sie wird oft mit den keltischen Vorfahren, ihren Glauben und ihrer Spiritualität in Verbindung gebracht. Das Symbol wurde in Gravuren, Schmuckstücken und anderen keltischen Kunstwerken verwendet. Die Triketra repräsentiert verschiedene Bedeutungen, je nach Interpretation und Tradition. Eine häufige Interpretation ist die Verbindung von drei Aspekten oder Kräften, die in Harmonie zusammenwirken. Diese Aspekte können verschiedene Dinge repräsentieren, wie zum Beispiel die Einheit von Körper, Geist und Seele, die Dreifaltigkeit im Christentum, Vater, Sohn und Heiliger Geist oder die keltischen Göttinnen der Natur, Jungfrau, Mutter und Weise Alte. Darüber hinaus symbolisiert die Triketra auch die Vereinigung von Gegensätzen. Die drei ineinandergreifenden Kreise oder Bögen repräsentieren die Einheit und das Gleichgewicht von Gegensätzen wie Leben und Tod, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, männlich und weiblich oder Sonne, Mond und Erde. Sie erinnern daran, dass diese Gegensätze miteinander verbunden sind und dass die Welt aus einer harmonischen Balance besteht. In der heutigen Zeit wird die Triketra in verschiedenen Bereichen verwendet, nicht nur in der keltischen Kultur. Sie ist ein beliebiges Symbol in der Wicca-Tradition und anderen neopaganen Glaubensrichtungen, wo sie als Symbol der Göttin und des weiblichen Aspektes der Spiritualität angesehen wird. Die Triketra wird auch in der populären Kultur, wie zum Beispiel in Filmen, Büchern und Schmucksteinen, häufig verwendet. Die Triketra lädt uns dazu ein, die tieferen Aspekte des Lebens zu erkunden, die Verbindung zur Natur und zur eigenen Spiritualität zu stärken und die Einheit und Balance in allen Dingen zu erkennen. Jetzt kommen wir zur Lotusblume. Sie ist ein Symbol mit einer tiefen spirituellen Bedeutung, das in vielen Kulturen und Religionen verehrt wird. Sie ist eine besondere Pflanze, die in sumpfigem Wasser wächst und eine schöne Blume hervorbringt. Die Lotusblume hat eine symbolische Relevanz, die weit über ihre physische Erscheinung hinausgeht. In vielen östlichen Kulturen, wie dem Hinduismus, dem Buddhismus und dem Jainismus, wird die Lotusblume als ein heiliges Symbol angesehen. Sie steht für Reinheit, spirituelles Erwachen und Erleuchtung. Die Lotusblume wächst aus dem schlammigen Wasser heraus und erhebt sich über die Oberfläche, um ihre prächtige Blüte zu zeigen. Dies wird oft als Symbol für die Fähigkeit des Menschen interpretiert, über die materielle Welt hinauszuwachsen und geistiges Wachstum und Transformation zu erreichen. Die Lotusblume symbolisiert auch das Konzept der Unberührtheit und Reinheit.
Obwohl sie in unsauberem Wasser wächst, bleibt sie selbst vollkommen sauber und unberührt von ihrer Umgebung. Dies wird als Aufforderung verstanden, inmitten der Widrigkeiten und Herausforderungen des Lebens inneren Frieden und Klarheit zu bewahren. Die Blüte der Lotusblume hat eine besondere Bedeutung, da sie sich allmählich öffnet und ihre Pracht entfaltet. Dies wird oft als Symbol für das Erwachen des Geistes oder das Entdecken von spiritueller Erkenntnis gesehen. Ähnlich wie die Lotusblume ihre Blütenblätter Tag für Tag öffnet, wird auch der spirituell Suchende auf seinem Weg zunehmender, bewusster und erleuchteter. Darüber hinaus wird die Lotusblume oft mit bestimmten Gottheiten in Verbindung gebracht. Im Hinduismus wird sie mit der Göttin Lakshmi assoziiert, der Göttin des Reichtums, der Schönheit und des Glücks. Im Buddhismus wird die Lotusblume eng mit dem historischen Buddha Siddhartha Gautama in Verbindung gebracht. Die Lotusblume, die aus dem Nabel von Siddhartha wächst, symbolisiert sein Erwachen und seine Transformation zum Buddha. Die Lotusblume ist auch in der Kunst und Architektur vieler Tempel und heiliger Stätten präsent. Sie wird oft in Skulpturen, Gemälden und Mandalas dargestellt und dient als Symbol für spirituelle Reinheit und Erleuchtung. Insgesamt verkörpert die Lotusblume Reinheit, Erwachen und spirituelles Wachstum. Sie erinnert uns daran, dass wir inmitten der Welt und ihrer Herausforderungen nach innerem Frieden und spiritueller Erkenntnis streben können. Sie symbolisiert die Möglichkeit, aus schwierigen Umständen hervorzugehen und ein erfülltes und bedeutungsvolles Leben zu führen. Die Lotusblume ist ein inspirierendes Symbol, das uns einlädt, unsere eigenen spirituellen Reisen anzunehmen und nach höherer Bewusstheit und Harmonie zu streben. So, und jetzt kommen wir zu der Auflösung der Zahlen. Du hast dir sicher eine Zahl ausgesucht und bist schon ganz gespannt, mit welchem Symbol du in Resonanz gehst. Die Zahl 1 ist das Hamsa-Auge. Die Zahl 2 die Hamsa-Hand. Die Zahl 3 die Visika-Piscis. Die Zahl 4 das Symbol der Unendlichkeit. Die Zahl 5 die Triquetra. Und die Zahl 6 die Lotusblume. Hör dir am besten noch einmal die Bedeutungen an, damit du dich richtig gut damit verbinden kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesen Symbolen. So ist unsere Reise für den Moment beendet. Und wenn es dir gefallen hat, werde ich gerne mehrere Podcasts über weitere Symbole machen. Bitte schreibe das in den Kommentaren, damit ich Bescheid weiß. Und damit noch mehr Menschen von diesen Symbolen erfahren können, bitte ich dich, dieses Video zu liken, zu teilen und meinen Kanal zu abonnieren. Ich danke dir sehr für deine Achtsamkeit. In tiefer Liebe, deine Monika Smarana.